Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen beim 80. Netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft. Mein Name ist Moritz Tremmel. Ich bin seit 2012 bei der DigiGES, habe aber noch nie den Netzpolitischen Abend moderiert und hole das jetzt endlich mal nach. Sonst arbeite ich als Journalist und bin Redakteur für IT-Security bei golem.de. Kennt ihr vielleicht. Wie immer gibt es heute auch einen Hashtag und der ist NPA080. Das heißt, wenn ihr fleißig mittwittert, verwendet doch den Hashtag. Genau, wichtig, die ganze Veranstaltung wird im Internet gestreamt. Hier steht die Kamera. Und wer nicht mit drauf sein will, vor allem bei der Q&A nach jedem Talk, sollte natürlich dann nicht in das Bild laufen und sich in die Kamera grinsen. Genau. So viel zum organisatorischen Teil. Ich freue mich, dass ich heute so ein spannendes Programm anmoderieren darf. Wir haben drei Talks. Das erste wird Elisabeth Niengrenz erklären, was mit der Terrorpropaganda-Verordnung auf sich hat. Im zweiten Talk wird Katharina Nokun und Basanta Tapa uns erzählen, was mit der Kampagne Public Money, Public Code auf sich hat. Und im letzten Talk wird Kim Aurora uns nach Indien entführen und uns über die persönliche Identifikationsnummer Aadhaar aufklären. Dann fangen wir auch gleich an. Heute gab es eine Demonstration gegen den Upload-Filter. Vor der CDU-Zentrale haben 2000 Menschen demonstriert. Am Sonntag gab es auch eine Demonstration dagegen, auch mit vielen Menschen. Digitale Gesellschaft hatte auch dazu aufgerufen. Ich muss kurz warten, bis es weitergeht. Ach so, okay. Alles klar. Jetzt hast du mich rausgebracht. Genau, Upload-Filter gibt es aber nicht nur über den Artikel 13 und die Urheberrechtsreform, sondern die können auch über die Verordnung zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte kommen. Neben Upload-Filtern gibt es auch noch alle möglichen anderen Kontrollinstrumente und Elisabeth Niengrenz wird uns jetzt erzählen, was es damit auf sich hat. Sie ist die politische Referentin des Digitalen Gesellschafts e.V. Viel Spaß damit. So, ja, super. Ja, vielen Dank Moritz für die nette Anmoderation und herzlich willkommen natürlich an alle, die heute da sind. Ja, ich habe die zweifelhafte Ehre, einen sehr, sehr problematischen Verordnungsentwurf vorzustellen, der sich gerade im Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene befindet, nämlich die Verordnung zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte. Ein paar Worte zur Vorgeschichte vielleicht. Seit 2015 ist in der EU die Bekämpfung von Terrorismus online ein immer größeres Thema geworden, gerade auch in der Folge der Anschläge in Frankreich. Und so wurde zum Beispiel 2015 von der EU-Kommission das EU-Internetforum gestartet. Das ist so eine Kooperationsplattform der großen Internetdienstleister. Und seit 2015 gibt es auch bei Europol eine Meldestelle für Internetinhalte. Das ist die sogenannte EU Internet Referral Unit. Und dadurch suchen sozusagen Leute das Internet nach unangemessenen Inhalten und melden sie dann an den Plattformen auf einer rein freiwilligen Basis. Mit der Empfehlung sozusagen, dass diese Inhalte doch gelöscht oder blockiert werden sollen. Dafür gibt es bisher also keine Rechtsgrundlage. Im April 2018 haben Horst Seehofer und der französische Innenminister in einem Schreiben an die EU-Kommission nun ein stärkeres und strikteres Vorgehen gegen Terrorpropaganda im Netz gefordert. Und speziell haben sie gefordert, dass terroristische Inhalte binnen einer Stunde entfernt werden sollen und dass es Durchsetzungs- und Sanktionsmechanismen dafür geben soll. Im September 2018 hat die EU-Kommission darauf reagiert und hat einen Verordnungsentwurf veröffentlicht, der genau das umsetzt. Es soll also binnen einer Stunde sollen Inhalte gelöscht werden, es soll Upload-Filter geben und es soll nun einen rechtlichen Rahmen geben für diese Meldungen an Plattformen, Inhalte zu löschen, die bisher auch schon vorgenommen worden sollen.
Ja, jetzt schauen wir uns doch mal den Inhalt oder kurzer Überblick, worum es gehen wird. Also ich stelle kurz den Entwurf vor, sage dann was zum Verfahrensstand und etwas zu Aktionen, die dagegen laufen. Wenn wir uns also den Entwurf mal genauer anschauen, dann ist der erste kleine Skandal der Anwendungsbereich. Also für wen soll das eigentlich gelten? Wer sind die Hosting-Diensteanbieter, die hier verpflichtet werden sollen? Hosting-Diensteanbieter werden definiert in der Verordnung eigentlich an alle Anbieter, als alle Anbieter von Diensten. Die Dienste anbieten, die darin bestehen, Informationen, die jemand hochlädt, zu speichern und Dritten zur Verfügung zu stellen. Und diese Definition ist wirklich denkbar weit. Also es fallen alle möglichen Plattformen sozialer Medien darunter. Es fällt tatsächlich jeder kleine Blog, der eine Kommentarfunktion hat, darunter. Nachrichtenportale mit Kommentarfunktionen, Videostreaming-Dienste, File-Sharing, auch Cloud-Dienste und tatsächlich nicht nur solche Dienste, die Informationen der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, sondern auch dann schon, wenn sie nur in einem kleineren Kreis von Personen zur Verfügung gestellt werden. Das ist natürlich wahnsinnig problematisch, weil ihr habt es schon gehört, Löschungen sollen binnen einer Stunde erfolgen. Wie soll denn das eigentlich ein kleiner Plattformbetreiber leisten, der vielleicht nur ein paar Angestellte hat oder nur von Freiwilligen betrieben wird? Man muss sozusagen 24/7 bereitstehen an der Löschtaste. Ja, daraus würde folgen, wenn wir noch sogar an die Einrichtung von Upload-Filtern denken, dass viele kleinere oder nicht kommerzielle Dienste ihre Angebote entweder gänzlich einstellen müssten oder aber die Ausführung dieser Richtlinie an größere Digitalkonzerne auslagern müssten, dort zum Beispiel Filtersysteme einkaufen, was natürlich die weitere Monopolisierung von deren wirtschaftlicher Stellung noch verstärken würde und sicherlich nicht in dem Sinne ist, ja, wie man sich sozusagen eine interessante Internetlandschaft vorstellt. Kurz ein Ort zum örtlichen Geltungsbereich. Wer fällt denn jetzt alles darunter? Das ist ja häufig bei diesen Internetfragestellungen das größte Problem, weil man ja sozusagen die Inhalte nicht so richtig örtlich gebunden sind. Das sollen alle sein, die in der Union Dienstleistungen anbieten. Und damit wäre entweder gemeint, dass man eine Niederlassung in der EU hat, dass man eine große Zahl an Nutzern in einem oder mehreren Mitgliedstaaten hat oder seine Tätigkeiten darauf ausrichtet. Das ist insofern interessant, als dass es mit diesem Anwendungsbereich durchaus möglich ist, vom Ausland aus weiterhin Plattformen zu betreiben, die sich eben an nur eine begrenzte Zahl von Nutzern wenden würden und nicht jetzt spezifisch aus der EU ausgerichtet sind. Und von dort aus könnte ich dann bequem weiterhin Terrorpropaganda verbreiten, wenn ich das denn wollte. Also umfassenden Schutz wird hier sozusagen nicht gewährleistet. Einer der problematischsten Punkte ist dann die Definition von terroristischen Inhalten, die wirklich denkbar weit ist. Darunter fällt der Aufruf zu terroristischen Straftaten, die Befürwortung von terroristischen Straftaten, die Ermutigung, an terroristischen Straftaten mitzuwirken. Klingt soweit alles erstmal ganz nachvollziehbar. Auch darunter fallen allerdings technische Anleitungen oder Methoden für das Begehen terroristischer Straftaten. Und dieser Punkt ist ziemlich schwierig. Denn ihr könnt euch ja vorstellen, dass nicht nur Terroristen darüber kommunizieren, mit welchen Methoden Terroranschläge durchgeführt werden, sondern zum Beispiel auch Journalisten, Menschenrechtsorganisationen, unter Umständen auch Behörden, die sowas versuchen aufzuklären. Und solche Inhalte werden vom Wortlaut erstmal umfasst. Was verstehen wir eigentlich unter einer terroristischen Straftat, auf die hier ganz viel Bezug genommen wird? Da knüpft die Verordnung an eine Richtlinie aus dem Jahr 2017, mit der sozusagen einheitliche Voraussetzungen für Straftatbestände, die was mit Terrorismus zu tun haben, in der EU geschaffen werden sollten. Das ist eine Ordnung, die ganz erheblich von Menschenrechtsorganisationen kritisiert worden ist. Und ein ganz interessanter Punkt darin wäre zum Beispiel das Kapern von öffentlichen Verkehrsmitteln mit dem Ziel, öffentliche Stellen rechtswidrig zu einem Tun oder Unterlassen zu zwingen. Bei Kapern von Verkehrsmitteln sollten wir jetzt nicht an sowas wie die Landshutentführung denken, denn wenn es darum geht, dass man Verkehrsmittel, in denen Menschen sitzen, entführt, dann könnte man das da auch so reinschreiben, sondern gemeint wäre vielmehr sozusagen, dass man hier ein bloßes Verkehrsmittel unter seine Gewalt bringt. Und da kommen wir schon in einen Bereich, wo wir es mit Formen zu tun haben von zivilem Ungehorsam, der möglicherweise nicht legal ist, aber vielleicht nicht unter den Begriff Terrorismus fallen sollte. Dann findet hier sogar noch eine weitere Reduktion statt im Hinblick auf diese Anforderungen aus der Richtlinie. Es ist nämlich überhaupt kein Vorsatz nötig. Das heißt, derjenige, der den Inhalt hochgeladen hat, muss dabei überhaupt nicht das Ziel gehabt haben, eine Terrororganisation oder Straftaten zu befürworten. Es gibt sozusagen überhaupt gar kein Vorsatzerfordernis. Neben diesen
Bereichen Journalismus, Berichterstattung und ziviler Ungehorsam, die mit umfasst sind, ist ansonsten an der Definition zu kritisieren, dass ein Anknüpfen an so eine Richtlinie für Straftatbestände eigentlich schon strukturell ziemlich ungeeignet ist, wenn man Inhalte löschen will. Denn Straftatbestände sind ja dafür gedacht, dass man in einem gerichtlichen Verfahren mit einer Beweisaufnahme ziemlich ausführlich herausbekommt, ob jemand eine Tat begangen hat oder nicht und wie die zu klassifizieren ist. Und ganz sicher sind solche Definitionen nicht davon gemacht, von Algorithmen umgesetzt zu werden. Es gab ganz maßgebliche Kritik an dem gesamten Verordnungsentwurf von drei UN-Sonderberichterstattern, dem Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit, dem Sonderberichterstatter für das Recht auf Privatheit und der Sonderberichterstatterin für den Grundrechtsschutz im Antiterrorkampf. Und das würde ich gerne an dieser Stelle mit einem kleinen Zitat untermalen. Die haben also verschiedene Punkte der Verordnung sehr stark angegriffen und ganz besonders die Terrorismusdefinition. Ich übersetze mal frei, die UN-Sonderberichterstatter möchten also betonen, dass das Recht zur freien Meinungsäußerung nicht nur Ideen und Informationen umfasst, die vom Staat befürwortet werden oder die indifferent sind, sondern auch solche, die den Staat angreifen, schockieren oder stören. Und das betrachten die UN-Sonderberichterstatter als einen Bestandteil von Pluralismus, Toleranz und als zu demokratischen Grundfreiheiten und zu demokratischen Gesellschaften zugehörig. Und das halte ich doch für recht bemerkenswert, dass die UN-Sonderberichterstatter sich ja gezwungen fühlen, die Europäische Union oder die Institutionen daran nochmal zu erinnern. Ja, welche Instrumente stehen jetzt den Behörden genau zur Verfügung oder sollen, wenn der Entwurf denn mal in Kraft treten sollte, was hoffentlich nicht passiert, zur Verfügung stehen? In Artikel 4 wird zunächst die Entfernungsanordnung normiert. Entfernungsanordnung heißt, eine nationale Behörde, und der Entwurf sagt nur die zuständige nationale Behörde, da gibt es zunächst mal keine Qualifizierungen. Die kann also betreffend eines bestimmten Inhaltes eine Anordnung erlassen und sagen, der muss jetzt gelöscht werden in einer Stunde. Der Hostingdiensteanbieter selbst darf und soll das gar nicht weiter prüfen, sich Gedanken darüber machen, ob das wirklich Terrorismus ist und richtig so, sondern einfach nur löschen. Und wenn er nicht löscht, dann ist das ganz erheblich Bußgeld bedroht. Also tatsächlich konnten nach dem Entwurf Bußgelder bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes verhangen werden. Also ein sehr, sehr starker Anreiz tatsächlich zu entfernen, wenn man dazu aufgefordert wird. Eine wichtige Frage, eine sehr wichtige Frage aus meiner juristischen Perspektive daraus ist, was mache ich denn, wenn ich jetzt was gepostet habe, hochgeladen habe und ich bin der Meinung, das ist gar kein terroristischer Inhalt. Ist ja Quatsch, dass das hier gelöscht wurde. Und da wäre ja die Anforderung sozusagen, wenn ein Staat einen Verwaltungsakt erlässt und sagt, hier muss was passieren, dass ich die Möglichkeit habe, vielleicht Widerspruch einzulegen oder mich gerichtlich dagegen zu wehren. Der Verordnungstext selbst führt dazu gar nichts aus, was ich an sich schon ja, erstaunlich finde, dass man nicht mal das Bedürfnis hat, das sozusagen im Text klarzustellen. Es gibt einen Erwägungsgrund Nummer 8 und da heißt es sozusagen, dass der Inhalteanbieter, derjenige, der den Upload tätigt, die Möglichkeit hat, vor dem Gericht des Mitgliedstaates, dessen Behörden die Entfernungsanordnung ausgestellt haben, dieselbe anzufechten. Folgendes Szenario wäre also denkbar. Ich bin in Berlin und lade auf einem sozialen Netzwerk einen Beitrag hoch, der sich kritisch auseinandersetzt mit aktuellen Vorgängen in der polnischen Regierung. Und jetzt könnte eine polnische Behörde eine Löschungsanordnung erstellen. Die wäre natürlich rechtswidrig, weil das ist kein Terrorismus. Die Frage ist, wie mache ich geltend, dass das kein Terrorismus ist, indem ich vor einem polnischen Verwaltungsgericht klage aus Berlin. Das ist natürlich nicht besonders naheliegend. Also zu klagen ist für viele Menschen ohnehin schon nicht naheliegend und dann auch noch in einem anderen Land mit einer Sprache, die ich nicht verstehe. Ja, das ist also nicht dazu gemacht, effektiv rechtsstaatlich kontrolliert zu werden. Hinzu kommt natürlich das Grundproblem. Also ich habe nicht ohne Grund das Beispiel Polen genommen. Polen ist also eines der Länder, gegen die ein Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Kommission in Sachen Rechtsstaatlichkeit läuft. Das heißt, die EU-Institutionen sind durchaus der Meinung, dass es EU-Staaten gibt, die ein Problem mit Rechtsstaatlichkeit haben und gleichzeitig ja, bestimmen sie sozusagen so eine Art von Rechtsschutz, der dann europaweit so stattfinden soll. Also ein sehr, sehr schlechter Rechtsschutz. Gar kein Thema ist auch, kann ich eigentlich einstweiligen Rechtsschutz erlangen. Also wenn ich zum Beispiel eine Demo mache für nächste Woche und jetzt untersagt sie mir der Versammlungsbehörde und ich bin der Meinung, das ist nicht richtig so, dann kann ich auch einen Eilrechtsschutz bekommen. Das würde sich je nach dem nationalen Verwaltungsrecht richten und ist sozusagen in der Verordnung selbst auch nicht weiter ausdifferenziert.
Ja, so viel zur Kritik der Entfernungsanordnung. Was man zu dieser Stundenfrist vielleicht noch sagen muss, daneben, dass das für viele Plattformen gar nicht umsetzbar ist, es ist auch wirklich die Frage, welche Ratio eigentlich dahinter steht. Denn es wird ja nicht so sein, dass die nationalen Behörden immer binnen einer halben Stunde oder binnen einer Stunde erkennen, ach, hier ist ein terroristischer Beitrag, sondern realistischerweise wird es viele Beiträge geben, die vielleicht schon seit Tagen, Wochen oder Monaten online sind und der Plattformbetreiber hat dann eben nur eine Stunde Zeit zum Löschen. Ja, das erschließt sich also auch nicht ganz. Das nächste Instrument sind die Meldungen und die habe ich am Anfang schon mal angesprochen. Solche Meldungen gibt es jetzt sozusagen schon ohne Rechtsgrundlage, ausgehend von Europol. Und dazu sollen nun alle nationalen Behörden auch ermächtigt werden. Das funktioniert also so, ich schicke eine Meldung, hier dieser Inhalt, der ist terroristisch und der könnte doch auch gegen eure Nutzungsbedingungen verstoßen, wollt ihr den nicht löschen? Und der Hostingdienstanbieter hat dann mehr Zeit als eine Stunde und kann also überlegen, ob er eine Löschung vornimmt oder nicht und muss dann darüber die Behörde informieren, wie er also entschieden hat, wie seine Prüfung ausgegangen ist. Und diese Idee halte ich eigentlich für noch problematischer fast. Es ist auch schwierig, Einzelnes zu vergleichen, aber einige Dinge darin sind besonders problematisch. Wenn nämlich der Anbieter auf Basis seiner Nutzungsbedingungen einen Inhalt löscht, dann habe ich, wenn ich tatsächlich vor das polnische Gericht ziehen würde sozusagen, nochmal größere Probleme. Ich habe nämlich gar keinen richtigen Verwaltungsakt, gegen den ich klagen kann, sondern ich kann mich dann nur im Prinzip beim Anbieter der Plattform darüber beschweren, dass ich das nicht in Ordnung finde, zivilrechtlich, und das ist nicht so wirksam, denn als privater Anbieter habe ich sowas Ähnliches wie ein virtuelles Hausrecht. Das heißt, ich kann auf eine ganz andere Art und Weise als der Staat sagen, solche Beiträge möchte ich und solche nicht. Als Staat kann ich sozusagen nur in einem ganz eingeschränkten Rahmen Inhalte verbieten. Als privater Anbieter ist da viel möglich. Als Rechtsmittel ist hier zunächst erstmal nur vorgesehen, dass ich mich beschweren kann beim Hostingdiensteanbieter, inwiefern irgendwie eine gerichtliche Überprüfung von Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit stattfinden soll, ist nicht weiter geregelt. Naja, und das ist natürlich aufgrund des anderen Maßstabs, anhand dessen etwas untersagt werden kann, ja, eigentlich fast eine Einladung an die nationalen Behörden, Plattformbetreiber zu instrumentalisieren, wenn die vielleicht sogar noch je nach Interessenlage unter Umständen mal Lust haben sollte, mit den Behörden zusammenzuarbeiten und vielleicht sogar ihre Nutzungsbedingungen entsprechend anzupassen. In diesem Instrument sehe ich sozusagen eine ziemlich große Gefahr dafür, dass das systematisch missbraucht wird, um politisch unliebsame Beiträge zum Beispiel verschwinden können zu lassen. Und dann muss man natürlich sagen, das ganze Instrument ist überhaupt nicht erforderlich. Also wenn ich eine Behörde bin und ich kann etwas löschen lassen, wenn ich meine, dass es kriminell und terroristisch ist, wozu sollte ich dann denn nur eine Meldung machen und sozusagen mal sehen, was am Ende herauskommt? Es ist auch nicht weiter ausgeführt, wann eine Behörde etwas melden soll und wann sie eine Löschungsanordnung, Entfernungsanordnung erlassen soll. Das ist sozusagen die Wahl der Behörde. Ja, und dann kommen wir zu einem der absoluten Kernkritikpunkte, die sogenannten proaktiven Maßnahmen. Artikel 6 sieht also vor, dass Hostingdiensteanbieter proaktive Maßnahmen ergreifen sollen. Also sollen sie irgendwie im Vorfeld sicherstellen, dass Inhalte gelöscht werden. Da das kaum in der Form geschehen wird, dass ein Mensch jeden Upload freigibt, bevor er hochgeladen wird, allein schon auf den Zahlen, die auf vielen Plattformen da eine Rolle spielen, besteht eigentlich keine andere technische Möglichkeit, soweit ich weiß jedenfalls, das umzusetzen, als die vielbenannten Upload-Filter. Es ist nicht ganz eindeutig, ob alle sofort verpflichtet sein sollen, Upload-Filter einzurichten. Insbesondere haben Behörden die Möglichkeit, Plattformen spezifisch sozusagen zu verpflichten, Upload-Filter einzurichten, die dann auch zu kontrollieren, sich darüber zu berichten lassen, wie das funktioniert und läuft. Ich weiß gar nicht, ob ich noch erklären muss, was problematisch ist an Upload-Filtern. Vielleicht wissen das auch schon alle. Also der wesentliche Punkt ist, es funktioniert nicht so, wie man sich das vorstellt. Also so ein automatisierter Filter ist eben nicht in der Lage, den Kontext von Ideen einzuschätzen. Deswegen machen sie massive Fehler. Also das deutlichste Beispiel, was man dafür finden kann, ist vielleicht der Fall von Syrian Archive. Das ist eine NGO, die Kriegsverbrechen in Syrien dokumentiert. Und die Plattform YouTube, die ja schon auf freiwilliger Basis Upload-Filter einsetzt, die hat einfach sehr, sehr viele von diesen Dokumentationsvideos gelöscht.
als Grund steht wahrscheinlich dahinter, dass dann irgendwo in dem Video mal eine IS-Flagge aufgetaucht hat und der Filter, der sagt dann eben, ach ja, IS-Flagge, das muss ja Terrorpropaganda sein und kann sowas eben nicht unterscheiden. Das ist in der demokratischen Gesellschaft nicht möglich. Also jeder einzelne Inhalt, der fehlerhaft gelöscht wird, der ist einfach eine unzulässige Verletzung der Meinungsfreiheit und sowas wie eine Fehlerquote, die ja so ein technisches Instrument immer mit sich bringt, ist an dieser Stelle einfach nicht denkbar. Und nicht zuletzt schafft man damit ja auch eine Infrastruktur, mit der, wenn sich die politische Großwetterlage vielleicht mal ändert, was wir nicht hoffen wollen, eben sehr gut auch politisch unliebsame Beiträge gefiltert werden könnten, wahrscheinlich mit relativ geringen technischen Veränderungen. Gegen so eine Löschung via Upload-Filter kann ich mich als Inhalteanbieter auch wehren, indem ich mich beim Hoster beschwere. Kann leider nicht klagen gegen einen Staat, der sowas erlassen hat oder so. Ja, also wir haben es hier mit einer ziemlich problematischen Vermischung von Medienregulierung, Gefahrenabwehr und Polizeiarbeit zu tun. Und problematisch ist daran natürlich vor allem die Übertragung der Rechtsdurchsetzung an Private. Warum sollen denn diese Plattformen entscheiden in der letzten Instanz, welcher Inhalt problematisch, terroristisch ist oder nicht? Warum sollte das nicht der Staat direkt machen? Und als Antwort kann man sich darauf nur vorstellen, weil man gegen den Staat dann gut klagen kann, sozusagen. Also ich möchte nicht so weit gehen, den Gesetzgebungsinstanzen da jetzt ein System zu unterstellen, aber genau diese Verschiebung der Rechtsdurchsetzung auf die Privaten, die bewirkt eben, dass ich mich als Bürger oder als die Person, die den Upload gemacht hat, viel schlechter dagegen wehren kann. Ja, was ist der Stand? Es ist Gott sei Dank noch nicht in Kraft und es ist auch noch nicht klar, dass es auf jeden Fall in Kraft treten wird. Es sieht aber im Moment nicht so gut aus. Das Verfahren ging sehr schnell. Also der Kommissionsentwurf ist im September 2018 veröffentlicht worden. Der Rat hat im Dezember letzten Jahres seinen Standpunkt gefasst und zugestimmt. Deutschland hat auch zugestimmt. Federführend ist das Innenministerium. Ja, und nun ist der Entwurf im EU-Parlament. Und dort sind drei Ausschüsse dafür zuständig, sich damit zu beschäftigen. Ich hoffe, dass man es einigermaßen erkennen kann, aber es sieht ein bisschen unscharf aus. Das ist der LIBE-Ausschuss, der hier federführend ist. Das ist der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten. Berichterstatter ist hier der Brite Daniel Dalton. KULT, Ausschuss für Kultur und Sport, meine ich, mit der Berichterstatterin Julie Ward. Und IMCO, das ist der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Berichterstatterin ist dort Julia Reda, die sich ja auch schon in Sachen Urheberrechtsreform und Uploadfilter verdient gemacht hat. Wie läuft das jetzt ab? IMCO und KULT passen sozusagen ihre Stellungnahmen. Die von IMCO ist diese Woche schon herausgekommen, ist schon beschlossen worden, aber noch nicht veröffentlicht im Volltext. KULT soll nächste Woche folgen und Ende März am 21. dann die Stellungnahme des LIBE-Ausschusses. Mit den Entwürfen der Stellungnahmen, die bisher im Umlauf waren, muss man sagen, die aus KULT und IMCO von Julie Ward und Julia Reda, sah es schon zunächst so aus, als ob es noch einige Verbesserungen geben würden, die aber tatsächlich auch Verbesserungen sind, die das jetzt aus meiner Perspektive insgesamt noch nicht zu einem akzeptablen Verordnungsentwurf gemacht hätten. Aber durchaus Verbesserungen. Also es sollten nach dem Entwurf von Julia Reda sowohl Uploadfilter als auch Meldungen herausfallen. Auch Julie Ward wollte die Uploadfilter aus dem Entwurf herausnehmen und auch den Anwendungsbereich, sowohl die Terrorismusdefinition als auch Hostingdiensteanbieter erheblich verringern. Und aktuell sieht es anscheinend so aus, als ob viele dieser Verbesserungsvorschläge sich doch eher verwässern. Nachdem der LIBE-Ausschuss dann seine Stellungnahme gefunden haben wird, dann geht es in die Trilogverhandlungen. Das heißt also, dass Parlament, Rat und Kommission untereinander einen Kompromiss aushandeln und daraufhin wird es zur finalen Abstimmung im Parlament kommen. Ja, was passiert? Was kann man vielleicht tun? Ich habe zwei offene Briefe aufgelistet, das sind bei weitem nicht alle. Unter anderem gab es am Dezember sehr früh schon einen, unter anderem von Digital Courage, Wikimedia, Chaos Computer Club, Epicenter Works, aber noch viel mehr zivilgesellschaftlichen Organisationen, die ihre Bedenken angemeldet haben. Wir, die DigiGays, hatten einen offenen Brief an die deutschen Abgeordneten im LIBE-Ausschuss geschrieben und es gab auch noch einen internationalen oder zumindest europaweiten offenen Brief von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Letzte Woche haben EDRI und andere zivilgesellschaftliche Organisationen eine Debatte mit der UN-Sonderberichterstatterin für den Schutz von Menschenrechten in der Terrorismusbekämpfung abgehalten, die den ganzen Entwurf dort auch nochmal sehr stark kritisiert hat.
Weiterhin gibt es, das kann ich euch sozusagen mitgeben, insofern ihr Lust habt, euch auch gegen diesen Entwurf zu engagieren, es gibt eine Anrufkampagne, also sozusagen so ein Online-Tool, mit dem man sehr leicht sich mit Parlamentsabgeordneten telefonisch verbinden kann, von der französischen netzpolitischen Organisation La Quadrature du Net. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Die wir sozusagen auch ein Stück weit mit verbreiten. Und ich kann nur alle dazu aufrufen, das doch mal zu versuchen und sich vorzubereiten und freundlich zu versuchen, einen Abgeordneten an die Leitung zu kommen und mal die eigene Sicht der Dinge darzustellen. Wir haben auch auf jeden Fall vor, uns nochmal an Abgeordnete zu wenden, bevor es in die Trilogverhandlungen geht. Ja, das wären sozusagen so meine ersten Handlungsansätze. Ansonsten muss ich sagen, dass ich persönlich ein bisschen erschrocken bin darüber, wie einschneidend das Thema ist und dass es gleichwohl sehr, sehr wenig mediale Aufmerksamkeit gibt, was wahrscheinlich daran liegt, dass die Sachen doch nicht so ganz leicht zu durchschauen sind. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass ich vielleicht mit dem Thema Upload-Filter, das ja jetzt doch auf eine erhebliche Resonanz gestoßen ist, die Sache doch nochmal ein bisschen größer in den Diskurs bringen lässt. Also ich kann euch nur empfehlen, redet mit Leuten darüber, versucht auch diese Message zu verbreiten sozusagen. Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.